Hallöle und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Assassin's Creed Origin. Heute unterwegs in diesem wunderschönen Einbalsamierungsgequatsche. Sage doch zu dem auf seiner Flut. Friede sei mit dir. Ich möchte... Siehe, der Vorderschenkel ist an den Nacken gefügt. Hättet ihr einen... Dein Gesicht ist das eines Windhundes, dessen Nase den Schrein zu meinen Füßen wittert. Das ist nicht sehr nett. Ich bin nie aus Priestern schlau geworden. Was meine Füße das mögen mich als Anubis laufen lassen, in Bewegung. Guck mal, den hier. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Mit dem Arbeiter ist, ach, wird sogar angezeigt. Cool. Müssen wir ihn mal finden. Also draußen. Ist das draußen? Ja, hier geht's nach draußen. Ist auch irgendwie verwirrend, wo, was, warum manchmal ist. Wenn man hier nicht, das hätte, wo uns den Weg weist. Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Mit Sand? Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Natron mit Salz vermischen. Ja, man hat schon früher gestreckt, aber es ist anders entdeckt worden. Phänomena, machen wir. Meine Füße mögen mich. Ja, deine Füße sind mir scheißegal, mein Freund da draußen. Das ist mir jetzt gerade die Puppe, Schnieze, Wieze egal, wie es deinen Füßen geht, denn wir sind hier und du bist da. Oh. Meine Füße sind alt und gebrechlich und zerbrechlich, das ist mir alles kackegal. Jetzt haben wir also schon zwei Riesengegner fertig gemacht. Ich weiß nicht, wie viel wir hier noch machen. Ob wir überhaupt auf die Level 25 bis 40 kommen. Wir sind aber Level 25. Ob wir überhaupt irgendwie so weit nach oben kommen. Ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt ja Nebenquests und hast nicht gesehen und tralala. Die Frage ist jetzt, wenn du kurz mal noch kurz mal zum Über. Oh. Da kommt er nicht zu uns. Können wir hier eventuell in der Schmiede Ausrüstung kaufen? Ich frag nur. Weil es wäre cool. Sollt ihr eigentlich ja schon gehen, weil da Pfeil und Bogen zu schmieden. Mein Freund, kommst du zum Handel? Kein Falschen? Prima. Immer ein Vergnügen. Läuft der davon oder kommt er zu uns? Ist ja Level 25, der sollte ja schon zu knacken sein.
glaube, der bleibt an Ort und Stelle. Kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich an Ort und Stelle bleibt, aber mir soll es egal sein. Wir holen ihn ein und morden ihn natürlich noch eine Runde tiefer. Nee, da, hier nach oben. Aufsitzen und los geht die Fahrt. Nomos ine Heji. Oder Heji? Heji? Keine Ahnung. Die gehen nach oben. Ah, wäre cool, wenn ich nach unten gegangen wäre. So müssen wir ihn verfolgen. Der ist auf dem. Der hat seine eigene Karawane, na cool. Der Mensch, pack ihn! Oh. Oh. Den haben wir aber einfach niedergemäht bis jetzt. Mehr Zeit. Ich muss weiter. Ey, hör mal auf. Hallo. Ich bring dich um. So einmal bin ich halt nicht zu besiegen, ne? Gucke mal. Oh. Entschuldigung, ich will nicht umbringen, ich will nur den hier. Du wirst nie wissen, was dich traf. Was? Nein! Ich reiß dir die Eingeweide raus. Beschützer, ich hab nie mehr Zeit. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Ach, so. Darf ich mal den Tod bestätigen? Ich reiß dir die Eingeweide raus! Oh, man kommt ja nie wieder. Rauch und Spiegel. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Oh, meine Hüte! Gemeinsam! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Haben Sie nichts Besseres zu tun? Aus dem Weg! Wir sind im Vorteil! So, also jetzt einmal halblang hier. Boah, also, er sieht mir langsam auf den Geist. Aber nur ein bisschen, ne? Zum Glück bekommen wir hier auch wieder Pfeile dazu. Das ist auch so schön nice, ne? Das ist wirklich cool. Da kriegen wir da alles dazu. Oh. Er hat's aber. Hat's aber problematisch hier. Ich hab nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Warum müssen die mal weiter? Eisen. Ach, die haben Eisen dabei, darum sie so high gerankt worden. Na gut. Er stinkt am Himmel. Es ist halt einen Kilometer entfernt, aber da müssen wir hin. Das kriegen wir schon noch irgendwie unter die Decke geschachert. So schwer ist er nicht. So. Oh. Alle auf einmal. Cool. Wieder recht schnell hier. Mit unserem Pferdchen. Mit Plötze. Mal wieder eher ins Meer. Plötze. Akrophylakenlager. Oh.
Na gut, die sind nicht so extrem. Bleib stehen. Wow. Hey, gib nach, du Sau. So. Da bist du ja. Ja, der ist halt in der Wand. Dieser Ort wird schwer bewacht. Na und? Au, Ayet! Keine mehr. Ich sammle die Truppen! Das Brett! Geh aus, verdammt! Vielleicht ein bisschen rennen? Ja, Blut verschmiert, befleckt. Was wollen wir noch mehr haben? Oh, cool. Akkufühllager haben wir auch niedergemäht. Wir haben ja einen Punkt zu viel, ne? Also wir haben jetzt einen Punkt, den wir ausgeben können. Ich weiß nicht, auf was wir sie setzen wollen. Brandbomben. Wir müssen die zwar kaufen. Dann Sachen. Ja, mit Vergiftung und Co. Was haben wir überhaupt alles noch? Kampfrausch. Adrenalin 1. Gibt es ja auch Adrenalin 2. Hier. Immer voll gefüllt. Das heißt, das nächste Mal brauchen wir noch, müssen noch zwei Level steigen, damit wir dann das nächste, nächste ganze Kacke ausfüllen können. Und somit uns, ihr habt richtig gehört, uns den nächsten passiven, Skill holen. Genau. Wo wir dann uns alle magischen Gegenstände, die wir eingenommen haben, mit einem Nahkampf-Kill einfach so in die Tasche stecken können, ohne sie zu plündern. Das ist natürlich auch schön. Ja, hätten wir uns noch unsere Pfeile aufladen, müssen wir aufstellen können. Naja. Erreicht das Lager mit dem gestreckten Natron? Das ist offenbar in diese Richtung. Kommen der Spur immer näher. Mehr oder weniger. Aber ja, jetzt geht's unter 300 und dann werden wir wahrscheinlich noch tiefer in die Zahl. Und somit sind wir also auch rund um den Palast der großen Göttin vorbei, Richtung Lager des gestreckten Natrons mit Sand. Ja, sobald mein Gehirn funktionieren kann, ist es Sand. Und hier kommen wir wahrscheinlich auch noch durch. Da schauen wir jetzt mal, was hier so los ist. Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Okay, wir können also nichts von oben zerstören. Entschuldigung. Ja, guck mal. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Tja. Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter.
Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte! Hilf mir und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Nimm sie. Ich schicke den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priester streckte das Natron. Der Brief erwähnt eine Banditin. Schlangen lässt ein für alle Mal aus. Es sind immer nur die Obersten. Alle anderen sind leider Gottes. Sand. Damit strecken sie das Natron. Alle anderen sind wirklich nur immer die Unwissenden. Und damit bedanke ich mich doch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Abo, für einen Kommentar oder ein Like.